Infrastrukturen bilden die Grundlage der heutigen vernetzten Welt. Dazu zählt insbesondere die Verkehrsinfrastruktur, welche in unserer Betrachtung Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr umfasst. Erhaltung, Aus- und Neubau entsprechender Verkehrswege erfordern Investitionen, welche wiederum nachhaltig und effizient geplant werden müssen. Die Aufgabe unseres Teamprojekts war es deshalb, den multimodalen Güterverkehr mit Python zu modellieren und Auswirkungen von sinkenden Verfügbarkeiten durch eine Verschlechterung des Infrastrukturzustandes zu evaluieren. Ein Ausfallen von Knotenpunkten im Netzwerk, beispielsweise einer maroden Schleuse, einer beschädigten Straße oder ein Ausfallen anderer Verladepunkte, kann einen kleinen oder aber auch großen Effekt auf das gesamte Netzwerk und dessen Agenten haben. Im Beispiel des havarierten Containerschiffes Ever Given, welches den Suezkanal, eine der wichtigsten Seehandelsrouten der Welt, für 6 Tage blockiert, war dieser Ausfall sogar von großer Relevanz für die gesamte Weltwirtschaft. In Zahlen bedeutete ein Tag in der Warteschlange verursachte Kosten von rund 100.000 US-Dollar pro Schiff. Bei ca. 50 passierenden Schiffen pro Tag ein Schaden von 5 Millionen US-Dollar. Aber auch bei uns in Deutschland, beispielsweise im industriell dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen, gibt es kritische Infrastrukturen wie das westdeutsche Kanalsystem mit seinen Schleusen und Häfen, die es wert sind, genauer untersucht zu werden. Dazu haben wir in Python eine Modellierung eines solchen multidimensionalen Transportinfrastrukturnetzwerkes entwickelt. In unserem Modell können dabei die Netzwerke und das Verhalten der darauf agierenden Agenten beliebig modifiziert werden. So gibt es im Gegensatz zum normalen Agenten, der seine initial berechnete Route über die gesamte Lebensdauer verfolgt, den perfekten Agenten, der an jedem angekommenen Knoten seine Route kostengünstig neu berechnet, um auf etwaige Disruptions, die die Kantengewichte hochsetzen, im Netzwerk reagieren zu können. Dadurch und wegen einer Vielzahl an anderen Parametern ergeben sich verschiedene Szenarien, die mithilfe unserer Modellierung genauer untersucht werden können. Zur Besserung Evaluierung der Ergebnisse werden vom Programm automatische Plots erzeugt, um das Agentenverhalten und die Wichtigkeit einzelner Knoten entsprechend bewerten zu können. Aus diesen Ergebnissen können wir über die Einspeisung von Standortdaten oder Änderungen der Parameter verschiedene Erkenntnisse über diverse Modellregionen und Netzwerke gewinnen. Bei unserer bisherigen Analyse war es unsere Aufgabe, sich vor allem auf ein Güternetz, bestehend aus einer Schienen-, Straßen- und Wasserebene, zu fokussieren. Die Modellierung eines Verkehrsnetzwerkes ist jedoch nicht nur auf diesen Fall beschränkt. Reale Verkehrsnetze können auch aus vielen weiteren Ebenen bestehen. So ist beispielsweise unser Transportnetzwerk unter anderem noch um eine Ebene des Flugverkehrs oder sogar eine Ebene von Pipelines erweiterbar. Noch allgemeiner gefasst lässt sich unser Modell zum Beispiel auch auf den Datenverkehr im Internet oder in der Telekommunikation anwenden. Die Modellierung bietet also noch viel Potenzial für weitere Optionen und Bereiche und liefert somit eine Basisgrundlage für neue Erkenntnisse in der Netzwerkforschung.